Dieses Jahr zeigen wir für das Gallery Weekend zwei Ausstellungen. Im Hauptraum die große Ausstellung von Kaluki Niamey, Dining in Chaos. Wir haben ihn schon letztes Jahr in einem Projektraum hier gezeigt und das ist jetzt die Hauptausstellung. Das sind alles neue Arbeiten, die er für die Galerieausstellung jetzt produziert hat. Und im Projektraum zeigen wir Arbeiten von Maria Magdalena Campos Pons. Und so nutze ich natürlich das Gallery Weekend auch, einen neuen Künstler im Programm, den Kaluki Niamey, vorzustellen, weil es natürlich eine wahnsinnig gute Energie in der Stadt gibt und unheimlich viele Leute kommen und es die größte Aufmerksamkeit bietet. For this series, it's specifically me observing what's happening around us and what's happening in Kenya and also what's happening in different countries around the world. The series I'm exhibiting is Dining in Chaos series. There's too much happening, the violence is everywhere, but do we stop or do we still continue living our life? The way I approach the work, it's mostly sculptural, so it is not only a painting, but it's a painting with layers and layers and layers and layers and layers, which ends up more of a sculpture than a painting. So that is my process of working.